Das hat ein bisschen wehgetan. Aber es hat, ich hoffe, bei allen ein bisschen Erfahrung gebracht. Naja, nicht gerade viel, aber etwas. So, das heißt, ich kann bis auf Squad 4 schon mal alles hier reinporten. Wagen bis zum Turm. Halte eine Einheit in der Nähe des Wagens und wieder einen Feind in dem Gebiet, damit der Wagen weiterfahren kann. Oh, das war Trupp 3. Trupp 4 ist in Ordnung. Trupp 3. Ist der Trupp, der nicht in Ordnung ist. Das heißt, damit sich der Wagen bewegt, müssen erstmal alle Helden sterben. Hier ist der andere Ausgang. So, ihr braucht noch Essen. Und du musst wieder abgegradet werden. Wow, hier sind wirklich viele Gegner. So. Das macht das Ganze doch schon etwas leichter. Der Squad steigt als nächstes auf. Gut. Und ja, ich suche erst die Nebenquest. Und kümmere mich dann hier rund um den Kanal. Eine Schatztruhe. Apparently, they are angry for not being invited to take part in the construction of the Wizard's Tower. Go talk to them, why don't you? Jo, können wir machen. Freue ich mich schon drauf. Hey Jungs. Wie geht's euch so? Ich will euch nur töten. Euch will ich auch nur töten. Ist schon cool, die Mission mal ein bisschen aus anderer Sicht zu sehen. Ah, cool, die haben Level abgekriegt. Dann werden sie jetzt mal ordentlich ausgerüstet. Du leider nicht. Der Trupp da hat gerade Trupp 4 überholt. Lustig. Ah, Jungs. Und Mädels. So, hier war, glaube ich, eine Patrouille oder so. Oder was Respawnendes. Jo. Weil hier ist ja so ein Respawn-Generator. We need to get the powder in place real soon, or we will be overrun by spellcasters. Ja, das Tor öffnet. Kann mir schon denken, wo das sein soll. Aber erstmal die Seite clearen. Dann gehen wir auf die andere Seite, kämpfen uns wieder runter. Zus. Ah, du siehst so. Oh, look at those muscles, ladies. Look at those red, bulging muscles, all gleaming and pumped and ready for action. Oh, stop it now. No use trying to make me blush, you know. And modest as well. Indeed, you might very well be the perfect man. So, Mr. Perfect, will you help us spread the poison?
You bet I'll help. The thing is, we weren't prepared for the commotion your presence has brought about, so I need an escort as I pour the madman's forehead into the water supply. I will leave my two sisters behind to look after you, assuming you wouldn't mind having some help to oil up those muscles of yours. Okay. Ich könnte jetzt sie töten, aber das ist nicht böse genug. Wir töten lieber die Helden hier und vergiften das Wasser. So, genau. Dann kriegen wir jetzt nämlich zwei Hexenmeisterinnen, die auch noch super abgegradet sind. Und da waren, glaube ich, 25 Schätze drin. Jo. Sehr schön. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier über die Brücke, schauen uns da oben weiter um, gehen dann runter und bringen den Wagen nach oben. Ja, guter Plan. Oh, und die lernen wir. Hier müssen wir mal loswerden. Aber ich glaube, wir zerstören erst die Teleportkugel. Die uns da im Weg ist. Gehen dann nochmal zurück, unsere Minions hochfüttern. Ah, diesmal habe ich es richtig gesagt. Wir füttern die Minions hoch. Und dann schauen wir weiter. Also den Bereich hier, den klären wir auf dem Rückweg. Erstmal Teleportkugel weg. So. Da steht uns die wenigstens nicht mehr im Weg. Und ja, da ist der Schalter. Gut, dass man die Teleportkugeln einfach ausschalten kann. So. Squad 1. Squad 2. Squad 3. Squad 4. Squad 5. Essen, Essen. Die Damen kann ich auch zum Essen schicken. Ah, die können beide da oben was essen. So. Squad 3, Squad 4. So, Squad 5. Und die beiden Damen. So. So, das heißt, die Squads kann ich schon mal zurückporten. Und die Damen auch. Ja, dann gucken wir uns hier um und öffnen das Tor mal. Oh. Halt, Fearless One! You're entering the territory of the Gentle Whiskers, formerly known as the Blood-Soaked Snouts. This is an official district of the City of Mayhew. State your business and let my sniffer smell your scalp. Don't come near me with that filthy schnoz, you stinking sewer dweller. Well, hello, Master Rat. No need for hostilities. We are friends with your people and mean you no harm if you but grant us access to your territory. Friends, you say? Smells suspiciously like the Black Breath Clan. If so, you are friends with our sworn enemies. They have chosen to rebel against our wonderful and generous sovereign. We are a part of Ardania, and Ardania's enemies are ours. Fur, no fur. Is that so?
And this is what the generous sovereign grants his loyal servants? Being drenched in human excrement in a damp and moldy sewer? Tell you what, side with me instead, and I promise you a much more comfortable living environment in my future kingdom. Oh? Such as? Well, you can have the reeking mire. The whole swamp will be the property of the gentle Whiskers if you but abandon the sovereign. Oh, I don't know. King Garibaldi of Mayhew provides us with aged cheese and as much quality litter as we can make use of. I can do better. Our Lartson, the most famous cheesemaker in the realm, is currently touring the Central Plains with his wagon. I can send my minions to fetch some of his best Gouda for you to feast upon. So, the reeking mire and a huge chunk of Gouda. Okay, you got a deal, but we need to set up a contract signed with a mixture of blood, spit, and the finest curd as our tradition dictates. Certainly. No problem. Let's work on the details while my Death Slayer orders a raiding squad to fetch your cheese. A new side quest has been added. Whoa, whoa, whoa. Diesmal nicht angreifen, überfalle die Karawane. Das klingt doch gut. Mit Rattenmenschen loyalisieren. Zumal wir sie das letzte Mal getötet haben. Okay, ein kleiner Hänger. Oh, du hast es auch in die Stufe 3 erreicht. Dann wählen wir dich bald auf. Ihr erreicht auch bald Stufe 3. Sehr schön. Dann können wir so lange mal den Wagen weiter eskortieren. Das dürfte ja mit 4 Squads auch gehen. 4 Squads und 2 Hexenmeisterinnen. Und uns erstmal in dem Nebenraum da oben sehen. Jo. Okay. Die sind alle weg, alle tot. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Und jetzt noch die beiden hier loswerden. Da dürfte sich bei Karren wieder bewegen. Genau. The Gouda is delivered, Death Slayer, and the Gentle Whiskers will honor our agreement. You're free to enter their territory as you wish. Don't tell them, but I tasted a piece of their prize. I must say, having cheese like that caress your palate makes even a place like this seem heavenly. Just like living in paradise. Ah, Oscar schwärmt von Käse. Und ich glaube langsam, Oscars Weg ist der Easy Mode. Weil ganz ehrlich, als Samt war diese Mission definitiv schwieriger, also auf Seiten von Samt. Da konnten wir zum Beispiel nicht die beiden Teleportkugeln zerschmettern und wir mussten den Wagen stoppen, damit er aufhört weiterzurollen. Ah, was ist jetzt los? Roll. So. Schön rollen. Weil so ist das ganze Easy Mode. Out of the pit into a hellhole. Jetzt wo die beiden Dinger nicht mehr laufen. Das wird gleich lustig. Also hier war das letzte Mal die Teleportkugel, dafür ist jetzt hier ein Hebel. Oh. Noch eine Rune? Nein, 25 Schätze. Und gleich macht's Boom unter dem Turm. Hallowed be thy name, my fellow Crusader of Darkness. What a boom! My ears might never stop bleeding from that blast. Oh, pipe down, you! Stop the motor mouthing!
So what's next, The city council or KBI headquarters? I say we start with a surprise attack against the nobles. Hopefully we can catch them with their pants down. Well, of course we can. The members of Ardania's nobility tend to spend most of their lives with their bums in the open. But you know what I mean. Let's sneak up their rear and take them from behind. Jo. Torbusch gesprengt. Alle Nebenquests erfüllt. Fortfahren. Können wir gerade mal reingucken. Jo, 100%, 100%. Dann geht es beim nächsten Mal mit Kapitel 4, Akt 2 weiter. Aber jetzt gibt es erstmal wieder einen Cut. In dem Director's Cut. ja. Ich sollte das mit dem Director's Cut wirklich lassen. Das ist einfach nur der letzte Akt auf Seiten von Oscar. Also, bis gleich.